Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Coop-Mitglieder unter Ihnen haben es vielleicht schon in der Coop-Zeitung gelesen. Und in Ihrem Coop-Laden hat es jetzt die Flugblätter mit den bestbekannten grünen Ski. Und das Mal macht es einem sogar Freude, die auszufüllen. Warum? Steht da drauf. Auch unseren Bergkindern ihren Kindergarten. Das ist eine Aktion, die die Kindergärten in unserem Berggebiet fördern will. Und sie ist auf die Beine gestellt worden von zwei Coop-Organisationen. Vom Coop-Frauenbund, der sich unter anderem mit der Erwachsenenbildung und Frauenfragen befasst, und der Patenschaft Coop, die vor allem der Bergbauernbevölkerung helfen will und bereits schon 100'000 Franken Startkapital zur Verfügung gestellt hat. Eine von den Bergkindergärten, die durch die Aktion unterstützt wird, ist auf dem Hasliberg im Berner Oberland. Frau Bütikofer, Sie sind im Komitee vom Kindergartenverein Hasliberg. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie noch keinen Kindergarten? Mal, wir haben seit 1973 einen Kindergarten. Der genügt aber unseren Anforderungen nicht, weil es nur ein Provisorium ist. Mhm. Und unser Verein bringt nicht genug Geld zusammen. Ja, aber gerade für Kinder in den Berggebieten wäre doch ein Kindergarten sicher sehr wichtig, stelle ich mir vor. Ja, als Vorbereitung auf die Schule ist der Kindergarten für die Kinder wirklich wichtig, weil es dort dann doch den Weg in die neue Umgebung erleichtern. Ja. Danke, Frau Bütikofer. Wenn Sie also die Aktion Bergkindergärten unterstützen wollen, dann holen Sie sich doch in Ihrem Coop-Laden ein solches Flugblatt. Oder trinken Sie einfach besonders viel Milch. Am nächsten Dienstag ist ja wieder Tag der Milch. Und von allen Milchpackungen, die Sie am Tag der Milch bei Coop kaufen, lässt Coop 10 Rappen der Aktion Bergkindergarten zukommen. Also, machen Sie mit. In dem Sinn, auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit.